verabschieden. Die 365 Questen-Channel für den Augustus. Ah, für den August meine ich. So. Frage 1. Achso, ja. Alle anderen Leute, die hier mitmachen, die YouTuber und Kooperation ist das ja, die sind ganz unten in dieser Box da unten. Ne? So. Erstens. Was gab es bei dir heute zum Mittagessen? So heiß, Leute, ich habe Melone gegessen. Zweitens, was hast du losgelassen? Was habe ich losgelassen? Also, da es August ist und noch kein Herbst, habe ich noch keinen Drachen steigen lassen, den ich loslassen konnte. Drittens, was möchtest du morgen erreichen? Was möchte ich morgen erreichen? Den Tag schön genießen. Viertens, was war das letzte Geschenk, das du verschenkt hast? Ein Küsschen an mein Schatzi? Aber das ist ja kein Geschenk, ne? Das war schönes, wertvolles. Was habe ich denn verschenkt letztens? Ich verschenke eigentlich wenig, Leute. Fünftens, das letzte Mal, dass ich trainiert habe. Was habe ich denn trainiert, Leute? Also ich mache zwischendurch so Wellness-Yoga oder Gymnastik. Aber das mache ich täglich, ne? Also. Sechstens, was hast du heute kreiert? Was habe ich heute kreiert? Ich habe nichts kreiert, ich habe nichts gemalt, ich habe nichts gemacht, keine Ahnung. Was soll man denn kreieren? Also, da ich ja offline bin, sonst immer, kann ich auch keine neue Webseite kreieren. So. Siebtens. An was hast du dich heute erinnert? An meine Kindheit. Achtens. Was war das letzte Risiko, das du in Kauf nahmst? Risiko. Gibt doch kein Risiko, mach immer alles gleichzeitig. Ich tue, was ich liebe, da ist kein Risiko bei. Neuntens, was schadet dir? Was schadet mir? Die Sonne schadet mir manchmal, wenn ich zu viel davon habe. Also eigentlich, also ich hatte früher, ja, mit meiner Cousine immer so eine Wette stehen, wer am schnellsten braun ist, so als Kind, ne? Aber seitdem ich einfach die Sonne von mir weglasse, natürlich ist das auch ganz gut, weil man kann ja auch die Sonne mal, ne, ein bisschen tanken, aber nicht so viel, Leute, sonst wird man, entweder kriege ich dann Ausschlag oder irgendwelchen Rötungen, keine Bräunung. Zehntens, was? Ach nee, auf wen schaust du hoch? Auf den Himmel. Aber zurzeit habe ich nur die Decke vom Kopf. Elftens, auf einer Skala von 1 bis 10 war mein Tag eine 7. 12, was sagte die letzte Nachricht, die du bekamst, aus? Oh, Leute, was für eine Nachricht, Leute. Das hört sich immer so an, als würde man Nachrichten gucken. Ständig guckt man diese Schande, die im Fernsehen so läuft, dass man nur noch negativ und voller Angst und Panik leben sollte. Also, ich gucke keine Nachrichten und ich lese auch keine Nachrichten. Nein, nur positive, schöne Nachrichten von meinem Schatzi und überhaupt von anderen Sachen. So. Und sonst geht's ja auch keinem was an, was für eine Nachricht ich gerade noch zuletzt bekommen habe. So. 13. Schuldest du jemandem Geld? Ja, mir selbst. 14. Was ist dein physikalische Lieblingseigenschaft? So. 15. Was ist das Schlechteste, das du heute gegessen hast? Nix. 16. Ich hoffe, dass keiner geschaut hat, als ich unter der Dusche war. Oder schwimmen. 17. Wie viele Kilometer bist du heute gefahren?
keine. 18. Wer war die erste Person, die du heute gesehen hast? Mein Schatzi. Und ansonsten sehe ich mich selbst im Spiegel. 19. Was ist deine größte Angst? Müsste ja mal sagen, ich hätte auch, man hat ja auch Angst. Also diese Angst habe ich wirklich zwischendurch. Habe ich so einen Gedanke. Aber den lasse ich euch. Diese Angst will ich auch keinen geben. Das ist irgendwie zu blöd. Deswegen mache ich einfach immer schon heiter weiter. So. 20. Was war dein erster ernsthafter Gedanke heute Morgen? Stehe ich jetzt auf oder nachher? 21. Gefüllt ist dein Kühlschrank. Mittel. Ich habe einen großen Kühlschrank und er ist immer mittelvoll. 22. Was war das letzte Gesunde, das du für dich getan hast? Das letzte Gesunde ist immer täglich 2 bis 3 Liter Wasser trinken. Prost. Und das ist das, was ich immer mache. Entweder aus der Flasche oder aus dem Glas. Aber irgendwie habe ich diese Flasche geschenkt gekriegt und seitdem trinke ich daraus. 23. Natürlich spüle ich das auch. 23. Worauf musstest du heute warten? Auf ein Päckchen vielleicht? Ja, auf ein Päckchen, auf Post warte ich immer. 24. Was hast du gewonnen? Was habe ich denn letztens gewonnen? Ich habe so viel dieses Jahr schon gewonnen, dass ich nicht mehr weiß, was ich gewonnen habe. Was für eine Sache wollt ihr denn wissen, was ich letztens noch gewonnen habe? Ach, ein Buch. 25. Wer hatte den größten Einfluss auf deinen Tag heute? Oh, die Müdigkeit. Oh, und mein Hund vielleicht. 26. Was kannst du von heute lernen? Oh, diese Fragen hier zu beantworten. Nee, keine Ahnung. 27. Was war der Höhepunkt deines Tages? Die Mittagszeit? 28. Hast du für diesen etwas bezahlt? Was für den Höhepunkt des Tages habe ich was bezahlt? Nee. 29. Worüber würdest du gerne mehr lernen? Worüber? Also ich würde gerne lernen ein paar Sprachen mehr, also Gebärdensprache sowieso. Und also Italienisch, Englisch, Spanisch, keine Ahnung, alles wirklich alle möglichen Sprachen, die so auf der Welt geht. So Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch. Das würde ich am liebsten noch ein bisschen mehr lernen können und sprechen. Ja, aber das ist alles zu heftig. Das ist zu viel, Leute. 30. Bei welchen neuen TV-Show weigerst du dich, sie anzusehen? Bei allen, Leute. Bei allen, ja. Weil ich gucke ja kein Fernsehen. 31. Hast du heute Milch getrunken? Nein, ich trinke keine Milch. Ich trinke lieber Kokosnuss. Kokosnussmilchdrink oder Sojamilchdrink oder überhaupt. Eigentlich trinke ich nur am liebsten Wasser, Leute. Also das ist alles andere. Oder ein bisschen Tee. Aber sonst, naja. So viel dazu. Das war's dann wieder mal für den August. Für den August. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Tschüss.